Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier Waldrat die G-Serie vorstellen. Steht Mai 2020. Dann sind wir mal ganz gespannt, was der hier uns natürlich hier alles hier zu bieten hat. Ja, was kostet uns das gute Stück? Kostet hier 79.000 Euro. 40 km/h soll es schnell sein. 200 Liter Tank. Wir haben hier eine Leistung von 105 PS entsprechen hier 77 kW. Wir können hier uns hier die Hauptfarbe anpassen. Sagen wir mal, ich will mal in Orange, wenn man mal auf Kommunal gehen, natürlich möchte. Felgenfarbe, zum Beispiel hier auch Orange. Dann hier Designfarbe ist für den Frontladeraufbau. Nehmen wir mal hier in Schwarz. Jetzt haben wir hier die Reifen, also die Nokian, die normalen Reifen, also nicht die Kommunal, sondern die Ding. Jetzt haben wir ja die Kommunal. Dann können wir hier das InDesign hier uns ein bisschen ändern, wie wir sehen. Und ja, Design hier V1, keine Ahnung, was jetzt das eigentlich ist. Habe ich nicht. Ah, das sind die Rundumleuchten. Okay, jetzt haben wir es auch. Da auf dem Dach habe ich weniger geschaut gehabt. Der Frontladekonsole, hier können wir uns ja auch noch hinzufügen. Motorisierung haben wir jetzt hier den G105 mit 105 PS und dann können wir den auf 115 PS entsprechend 85 kW noch ändern oder hier auf 125 PS entsprechend hier 92 kW oder 135 PS entsprechend hier 99 kW. Und dann geht es wieder von vorne an. Also wir kaufen den mal mit mehr Power natürlich. So, dann können wir uns natürlich noch eine andere Farbe hier den kaufen. Schauen wir uns mal an, was uns da ein bisschen hier anlacht. Ja, wir nehmen hier mal das also matte Design und hier die hellen Reifen. Da könnten wir auch jetzt uns hier den Frontladekonsole auch so nehmen, aber ich denke mal, wir lassen mal hier den Frontlader weg bei diesen und schauen uns an, was der uns sonst noch zu bieten hat. Ja, also wir haben ja, wie wir gesehen haben, hier die Agrarbereifung von Nokian. Dann haben wir hier Drenneborg, haben wir jetzt die Standardbereifung drauf. Können wir mit Radgewichte uns kaufen oder jetzt hier hinten mit die Zwillingspflegebereifung oder allgemeine Pflegebereifung. Dann haben wir also als nächstes hier Michelin als Standard. Dann hier mit Radgewichte. Breitreifen, Breitreifen mit Radgewichte. Das war es dann eigentlich, so wie wir gesehen haben. So her, wir können uns den ja mal hier so noch kaufen. Ich würde mal, ah ne, wir lassen das nur mal so her. Wir kaufen den inneren mit den normalen, dass wir natürlich sehen hier, was natürlich der Unterschied natürlich hier ist. So, sind wir jetzt das schon mal hier draußen. Schauen wir uns mal an, was wir hier so alles haben. Wir haben hier Simple IC verbaut. Hier können wir schon mal die Türen öffnen. Schauen wir gleich mal hier hinten dran, ob wir von außen her noch was hier ändern können oder machen können. Natürlich cool wäre es, wenn die Haube auch natürlich noch aufgehen würde. Aber leider ist es hier natürlich zu viel des Guten. Ja, ich würde mal sagen, eher mal einsteigen. So. Was können wir hier noch machen? Ich habe irgendwas gesehen. Wir können hier noch was machen. Ah, wir können hier hinten die Scheibe schon mal aufklappen. Leider hier die Seitenscheibe, wie wir sehen, hier scheint hier nicht zu funktionieren, das aufzuklappen. Wir können hier noch die Tür aufmachen. Vielleicht das Dachlok. Nein, das geht jetzt auch nicht. Wir starten einfach mal. Ah, wir können hier allein schon hier, glaube ich, auf dem Bedienpult. Mal schauen, ob wir da was machen können. Nein, können wir leider nichts machen. Wäre nice gewesen, würde ich mal sagen. Ja, wir haben hier Standardhupe. Immer hier, Anzeige ist schon mal digitalisiert. Wir haben, was haben wir hier noch? Wir haben sonst hier keine der diversen Funktionen noch, was wir hier noch machen können. Schade irgendwie. Schauen wir mal, 43 km/h soll mal schnell sein. Ja, 43 machen wir natürlich auch. Und wir fahren einfach mal hier mal so vor. Wir gehen mal natürlich in die Außensicht mal ran.
Schauen wir erstmal hier, ob unser Frontlader natürlich hier auch passt. Ja, wie wir hier sehen, passt auch ganz gut. Jetzt nehmen wir hier unsere Kreiselecke mal vorne dranhängen. Ja, die Lichter gehen auch ganz super toll. Und umleuchten funktionieren. Dynamische Schläuche sind hier auch verbaut, wie wir sehen. Und jetzt hier vorne unseren HW80 werden wir auch noch dranhängen. So, dann sehen wir jetzt da einmal hier. Ja. Passt ganz gut. Wir werden jetzt natürlich den anderen Eyecatcher auch noch natürlich kontrollieren. Gut finde ich hier, dass also auch hier mit dem Pressluftgeräusch von der Bremse so her, dass alles hier so her mal hört. Ist auch nicht aufdringlich laut, muss man das auch noch sagen. Kupplung, wie wir hier sehen, hier passt genauso. Jetzt kommt unser Kugelkopf natürlich dran. Und ja, schauen wir mal das Ganze hier. Sieht auch ganz ordentlich natürlich aus. Wir machen jetzt gleich hier mit denen hier unser Lichttest natürlich. So, und Umleuchten sehen wir ja passen. Bremslichter hier passen auch. Dann jetzt einmal das Normallicht vorne und hinten. Dann jetzt hier vorne Arbeitslichter mit Numbit 5. In den Numbit 6 jetzt mal eingeschalten, wie wir sehen. Dann sind wir mal hier. Schauen wir mal den Blinker natürlich. Sehen wir, hier haben wir auch einen Schein da. Passt auch ganz gut. Gehen wir mal die Innenansicht mal rein. Schauen wir das Ganze hier natürlich nochmal genauer hier an. Sehen wir hier Leuchtung, alles hier da. Also das funktioniert schon mal. Blinkerkontrolllampen haben wir auch da. Sonst ist leider hier nicht so da, wie man sagt, wo man denkt, vielleicht ja, könnte vielleicht was sein, aber doch nicht. Pedale hier sind animiert. Joysticks leider hier nicht. AdBlue-Tank haben wir auch da, wie wir sehen. Ist zwar nicht eingetragen in die XML, finde ich, ist aber auch nicht schlimm. Spiegelleinen hier sind vorhanden, auch hier, wie wir sehen, hier mit Funktion. So, hat man jetzt in den anderen rein. Aber auch noch unsere Rundumleuchten. Jetzt testen wir einfach hier mal hier natürlich die Achsen. Jetzt sehen wir hier Achse hier. Hat hier gutes Spiel. Fahren wir einfach hier mal den Dreck mal durch. 43 km/h machen wir natürlich hier. So. Schauen wir uns jetzt natürlich auch gleich hier die Lok an. So, Typenbezeichnung hier von, also Motorisierung sehen wir hier nicht. Schauen wir uns natürlich nochmal innen drin an, weil ja hier, hier anders da aufgebaut ist. Also leider sehen wir hier, ist auch hier Joystick-mäßig hier nichts animiert. Aber wir können hier gleich hier die Türen hier aufmachen und natürlich hier hinten das Fenster so aufmachen. Aber wir sehen jetzt hier, da können wir nichts aufmachen, da können wir nichts aufmachen. Vorne her kann man auch nichts aufdrücken. Ja, das war es eigentlich soweit, das hier, was eigentlich hier unser Valtra der G-Serie hier uns zu bieten hat. Schauen wir uns jetzt einfach noch hier die Lok an. Da sehen wir jetzt hier, die Lok hier ist fehlerfrei. Ja, wenn dir hier mein Video natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du wieder hier bei mir reinschaust und natürlich einen Daumen nach oben da lässt. Hier sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Franz.